Servus und willkommen zurück zu Russian Fishing 4. Endlich mal wieder. So. Ja. Bin ich gerade auf der Jagd nach dem Seesaibling Kurski, da der ja in Fisch der Woche ist. Und ja, einen habe ich gefangen. Mit ein bisschen über 5 Kilo. Da müsste ich dann noch nachschauen, auf welchen Köder ich den gefangen habe. Aber ja, eigentlich mache ich das Video gerade wegen einem anderen Fisch. Und zwar habe ich eine Trophy gezogen. Bam, bam, bam. Bam, wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Die Seefrau. Und zwar auf dem Spiker 2018. Ja, war ziemlich überraschend. Hätte ich nicht erwartet. Ich bin am Kuri, falls man es noch nicht gemerkt hat. Und zwar, ich fahre die ganze Zeit hier diesen Kreis ab. Lief heute schon besser und ja, was ich für Köder verwendet habe, einmal halt diesen Spiker, wo an dem die Trophy dran gegangen ist, dann habe ich dran gehabt die Aquila in Lila. Dann hatte ich dran den Hunter, Weiko, den grauen, den leicht bräunlichen, rot, lila, silber und den bunten hier. Kurz schauen, ob ich nirgends hinfahre. Nix dran, nix dran. Dann hatte ich dran. Da nix, 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 nix. Ein Dodger Crank habe ich ausprobiert, lief aber nicht so gut. Also welche genau weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ansonsten hatte ich, jetzt habe ich gerade einen Funky Minnow dran. Dann hatte ich dran, oh. Schnell mal rumdrehen, nicht dass ich noch irgendwo hängen bleibe. Ja, irgendwie ist gerade ein bisschen mau. Dann hatte ich dran dann den hier, den Diver, der ging überhaupt nicht gut. Und die Balsa Minnows hatte ich dran. Ja, ich glaube das. Und den Snatcher. Moment. Wo ist der Snatcher? Snatcher. Da, den Snatcher hatte ich dran. So. Aber jetzt gerade, jetzt habe ich dran auf der rechten Route genau den Funky Minnow. Da ist aber bis jetzt noch kein einziger rangegangen und hier habe ich den braunbrosnen Weiko. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass sie gerade überhaupt nicht laufen. Ja, oh. Da ist jetzt was dran, aber wahrscheinlich irgendeine kleine Zwergmarine oder ein Barsch. Barsch. Ah, jetzt auf einmal, jetzt wo es heller wird, jetzt kommen sie rausgekrochen. Aber Seesaibling, okay. Ja. Das könnte besser sein. Also jetzt schauen wir mal rein, was ich hier alles gefangen habe.
Regenbogenforelle, Aalande, europäische Esche, ein Haufen Zwergmarillen, Seeforellen, ein Haufen. Ab und zu mal so ein Seesaibling. Dann immer mal wieder so einen Hecht. Seewarnforelle habe ich heute auch schon eingefangen mit, ich glaube, über 5 Kilo. Also so kurz vor Trophy müsste das gewesen sein. Seesaibling, Barsche, ja, das war's. Oh, da bin ich ein bisschen nah an der Insel. Zwergmarine. Da hatte ich heute auch zwei Trophy-Zwergmarinen. So ziemlich kurz nacheinander. Und zwar war das sogar auf dem Balsa Minnow. Auf den blau-schwarzen Fragezeichen. Balsa. Ja, genau, blau-schwarz. Ui. Ui. Mal was Größeres. Oder auch bloß. Oh, Seesaibling? Na, Sifo. So, also die Vaikus laufen eigentlich relativ stabil, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht, dass sie die Brocken rausholen, aber so ganz gute Größen und in regelmäßigen Abständen. Also da war jetzt einmal ein bisschen 5 Minuten nix, dann nochmal hier 3 Minuten nix. Aber ansonsten geht da immer schön was rein. Außer jetzt gerade wieder. So, jetzt mache ich die Runde zu Ende und dann schauen wir ins Café. Beziehungsweise. Oh. Beziehungsweise einen Fischmarkt und verkaufen. Und Sifo. So, ein bisschen absinken lassen. Vielleicht triggert das einmal wieder einen etwas größeren. Ups. Jetzt bin ich gerade nicht mehr so konzentriert. Jetzt kann ich meine Fahrrinne nicht mehr richtig einschätzen. So. Jawohl. Okay, das ist jetzt wieder ein schöner. Aber auch nicht allzu groß, vielleicht 4 Kilo oder so. Je nachdem, was es für Fisch ist. Zwischen 3 und 4 Kilo. Sefo 4, oh, 5 Kilo sogar. So. Jetzt bin ich wieder in der Spurrinne angekommen. Auf dem Balsa geht, auf dem Funky Minnow geht gar nichts gerade. Auf den letzten Meter hänge ich jetzt nochmal den hin. Vielleicht bei. Oh, und Instant. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Muss ich vielleicht noch eine Runde drehen. Aber nichts Großes. Ups, ups, ups. Oh, gerade so noch rumgerissen das Ruder.
Nein, falsche Route. Bäm, hier. Wahrscheinlich irgendein Barsch. Nee, Sifu. Und schon wieder bis. Gibt's denn das? Und da auch. Oh, da haben wir doch was. Einen winzigen Kurski. Und Zweltmarine. Geht da noch kurz was? Wahrscheinlich nicht. Lass mal lieber. So, was ich auch empfehlen kann mit diesen Blinkern. Ist folgendes. Hallo? Jetzt so. Einfach mal da herstellen. Und die Blinker durchchicken. Da habe ich nämlich auch schon den ein oder anderen richtig, richtig schmackhaften Kurski rausgeholt. So, nehmen wir den hier so. Ah, das ist natürlich so ein bisschen doof. Aber sofort bis. Muss ich jetzt mal anders machen, weil ich habe doch extra dafür eine Route. Wir schicken. Plus 1 ist es nicht. Genau, die der hier. Gewichte, ja. Oder habe ich. Ich habe doch noch. Nein. Nein, gibt's doch nicht. Ich hatte doch extra eine fürs Chicken. Einmal dort schick. Nein. Nein und nein. Dann war es doch die mit Sie. Ja, das könnte sein, dass es die war. Kunstköder. Hier den Weiko. So, 20 Kilo. Da könnte ich auch eine andere Schnur drauf machen. Sollte ich auch. Wenn ich eine hätte. Aber ich zeige das jetzt mal kurz. Ich hoffe, dass kein allzu großer dran geht. So, jetzt regnet es eh. Meistens ist der Biss schon beim Absinken. Komme ich in Schick rein? Nee, gerade irgendwie nicht. Na, haben wir schon wieder was dran. Eine winzige Zwergmarine. Super. Oder habe ich das mit einer anderen Route gemacht? Ich weiß es nicht mehr. 8 Kilo. Ne, das ist Grund oder Casting.
Mit der werde ich es wohl kaum gemacht haben, weil die kriege ich ja gar nicht raus so weit. Ne, einmal probiere ich es jetzt noch. Na, schon wieder was dran. Also von hier aus kann man das auf jeden Fall ganz gut machen. Ab und zu geht dann nochmal der Sivan rein. Oder Kowalski. Ich müsste das Set wieder so zusammenbauen, wie ich es mal hatte. Weiß es jetzt gerade nicht mehr, ist schon länger her. Ein paar schon kleiner. Ja gut. Also. Kaffee, Sumpfelritze drin. Hier habe ich vorhin abgegeben schon. Nix drin zum Abgeben. Und dann schauen wir mal. In Moment. Fast 2 Stunden haben wir. Ja, 400 Silber. 100 Silber macht allein die Trophy Sifu aus. 3 Kilo Seewan, 26 Silber. So kleine Saibling, 15 Silber. Hechte, 16 Silber ab 3 Kilo. Also ist schon ordentlich immer was dabei. Ganzen Zwergmarinen. Zack, und bald habe ich 3000 Silber wieder beieinander. Passt. Gut, ich hoffe, es hat geholfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Hoffentlich dann mit einem richtig schönen Kowalski. Servus.